vor allem im Winter zeigen. Ein bisschen mental traurig gemacht. Dann schauen wir mal, wie der Tag wird. Hallo, ich bin jetzt gerade in Stockholm angekommen. Und es ist jetzt 11.30 Uhr. Die Freundin von mir kommt um 12.35 Uhr an aus München. Und ich laufe jetzt mal zu dem Gate. Ich habe jetzt noch, ich glaube, ungefähr 2 Stunden an meine Abgabe weitergeschrieben. Die nächste Woche ist aber, die ich halt eigentlich gern diese Woche fertig haben möchte, weil ich ja nächste Woche dann schon wieder die neuen Kurse beginne. Also was heißt diese Woche? Also entweder halt heute, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil irgendwie ist jetzt mein Kopf gerade zu voll nach irgendwie so 2, 2,5 Seiten. Deswegen mal gucken. Aber ja, wie gesagt, ich bin jetzt, ich bin jetzt in Stockholm und ich werde euch auf jeden Fall ein bisschen an diesem oder dieses Wochenende mitnehmen und euch Stockholm im Winter zeigen. Das Wetter ist eigentlich heute relativ okay. Also gestern war es, aber gestern sind wir auch schon, als es dunkel war oder dunkler geworden ist. Um 3 waren wir dann hier und jetzt ist es halt wenigstens hell, aber es ist schon sehr bewölkt. Aber es ist eigentlich trotzdem ganz cool und es sind nicht so viele Menschen da. Und ja, es hat seinen Flair auch mit dem Schnee und so, aber es ist kalt. Also kälter, vor allem auch durch den Wind. Und ja, jetzt muss ich aufhören, weil sonst haut uns gleich ein bisschen auf den Boden. Wir sind jetzt gerade auf so eine Insel gefahren, da ist nämlich dieses irgendwie bekannteste Museum hier von Skandinavien, wo auch ein oder das einzige erhaltene Wikinger-Schiff aus dem 17. Jahrhundert ist. Da wollen wir jetzt vielleicht mal hin, aber erstmal wollen wir hier uns mal diesen Freizeitpark anschauen. Der steht hier nämlich auch auf einer Insel, das ist eigentlich ganz cool. I've been seeing great light.
jetzt gerade 9 Uhr noch was. Ich habe mich jetzt tatsächlich letzte Woche gar nicht gemeldet, oder fast gar nicht, weil ich nämlich letzte Woche meine Weisheitszahn-OP hatte und dann irgendwie die ganze Zeit auch nur zu Hause war und keine Ahnung, es hat mich irgendwie so ein bisschen mental traurig gemacht. Was heißt traurig? Also ich hatte keine starken Schmerzen oder so, aber ich konnte halt einfach nicht viel machen. Also ich konnte halt nicht Fußball spielen und sowas. Das hat mich dann irgendwie so ein bisschen zerstört mental letzte Woche. Deswegen habe ich auch nicht gevloggt oder sowas. Und es gab auch nicht wirklich was zu vloggen. Genau. Und jetzt fahre ich in die Uni. Ich habe halt eine Präsentation. Und habe halt den ganzen Tag Uni. Also wirklich von 9 bis 4 wieder. Bin ich von 5 bis, nee, von, ja, von 5:30 bis, keine Ahnung, circa 8:30 beim Eishockey. Dann habe ich von 9 bis 10 Training. Das ist sehr gut. Das ist heute volles Programm. Ich guck mal, dass ich euch ein bisschen mitnehme. Ich glaube, ich bin noch nicht ganz wach. Ich bin gerade in den falschen Bus eingestiegen. Beziehungsweise in die falsche Richtung. Also es war der richtige Bus, aber in die falsche Richtung. Also war es eigentlich der falsche Bus. Und jetzt bin ich... jetzt bin ich halt woanders, aber ich steige jetzt in den richtigen Bus um, der müsste eigentlich gleich kommen. Und dann kann ich zur Uni fahren. Aber ich glaube, ich komme ein bisschen später jetzt an. Aber ich bin jetzt gerade in Westend, also so heißt hier eine Gegend. Und das ist, ich glaube, sogar die reichste Gegend, mit unter anderem. Es sind sehr schöne Häuser, muss man sagen. Jetzt Samstag, keine Ahnung, 2 Uhr ungefähr. Heute, wie man sieht, ist das Licht nicht so prickelnd. Also das Licht hier schon, aber draußen, also das natürliche Licht ist nicht so prickelnd. Ich mache mir jetzt gerade noch einen schnellen Nudelsalat. Und dann später gehe ich noch mit Jori in ein Spa oder wir gehen nur was essen. Also eigentlich wollten wir ein Spa, aber ich habe ein bisschen arg Unterleibsschmerzen und weiß nicht, ob ich dann so wirklich schwimmen gehen möchte. Deswegen entscheidet sich noch ein bisschen, ob ich mich nachher danach fühle oder nicht. Und ansonsten gehen wir vielleicht irgendwie ins Kino oder was essen oder so. Also ja, sorry, dass ich übrigens nur halb im Bild bin. Aber ich schnippel hier gerade. Das ist jetzt mal so der Plan für heute. Ich habe halt schon ein bisschen was für die Uni gemacht.
Und wie gesagt, machen wir jetzt eine Kleinigkeit zu essen, dass ich auch noch morgen essen kann. Und ja, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wie der Tag wird. Pareja. Meillä on toi daimilliseks tuossa partissa olemassa. Mä voisin ottaa tommonen McFlurry äsken. Wird's grad ein Fußballspiel? Oder jetzt gerade noch nicht, also in einer halben Stunde. Und das ist zwar nur ein Freundschaftsspiel, aber irgendwie habe ich voll Lust auf Fußball heute. Ich hatte heute Morgen nicht so Lust, dann war so kurz davor so, gehe ich überhaupt oder sage ich vielleicht doch ab? Aber jetzt habe ich schon Lust. Und freue mich auch. Gerade Lunch, also Mittag, Mittagspause, eine Stunde, also von der Uni, und werde jetzt was essen gehen. Das ist leider keiner von meinen Studienkolleginnen aktuell schon da, weil der Kurs, den ich jetzt mache, das ist so ein bisschen, also ein Self, also ich habe den so selbst entschieden, dass ich den mache, also der ist nicht so in unserem Hauptplan drinnen, und deswegen, ja, gehe ich jetzt alleine, aber ist okay, ich habe eh einiges zu tun. Mit diesem Video kommen wir eigentlich schon zum Ende des Januar-Vlogs, den restlichen Januar zusammengefasst habe, weil ich halt quasi eine Woche, also die erste Woche ist ja schon im anderen Video drin, und eine Woche davon war eben nichts, weil ich die Weisheitszahn-OP hatte, also da war einfach nichts, worüber ich hätte vloggen können. Und deswegen, ja, waren jetzt auch die letzten zwei Wochen ein bisschen mehr zusammengefasst. Ich wollte euch nochmal so ein Update geben, was jetzt im Februar kommen wird. Und zwar, ja, erstmal werde ich eine Prüfung, ich glaube, am 22. Februar schreiben. Ja, und genau, habe jetzt da auch schon einen Lernplan erstellt. Ich denke mal, dass es im Februar in dem Vlog wahrscheinlich viel um die Prüfungsvorbereitung gehen wird, weil ich, ja, da einiges zu tun haben werde. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch nicht, wie viel ich vloggen kann, weil ich eben so viel für diese Prüfung lernen muss und auch noch andere Kurse zeitgleich habe. Aber I'll try my best. Und genau, dann Ende Februar, vom 16. bis zum 20. fliege ich nach Österreich und werde da Skifahren gehen mit einer Freundin, und wir werden dann noch eine andere Freundin aus Österreich treffen und in die Therme gehen und alles. Und ja, ich freue mich schon riesig auf den Trip. Ich hatte so ein bisschen Bangeln, wie die Schneekonditionen sein werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ja, aktuell sind sie gut, und ich habe einfach mega Bock, so ein bisschen in den Alpen wieder Skifahren zu gehen. Also ich war früher eigentlich jedes Jahr dort, weil ich quasi auch, ja, in Bayern lebe und demnach halt relativ an der Grenze zu Österreich. Also ich glaube, es sind ungefähr so 1,5 Stunden bis zur Grenze. Also ja, das ist eigentlich ganz, also es war halt immer relativ easy, einfach mal so einen Tagesausflug zu machen, oder ganz früher waren wir auch auf dem Skiurlaub, aber ja, jetzt ist es halt nicht mehr so, weil ich jetzt halt eben ein bisschen weiter weg bin, und letztes Jahr war ich ja in Lappland Skifahren, aber ich habe mir für dieses Jahr wirklich vorgenommen, mal wieder in die Alpen zu fahren, weil es halt doch was komplett anderes ist, in den Alpen Ski zu fahren. Und ja, ich freue mich jetzt einfach schon riesig drauf, aber bis dahin steht noch einiges an, und genau, jetzt starten wir einfach mal in den Februar und sehen uns dann beim nächsten Video.